Hier ist das Duell. Hier ist das Finale. Hier ist Maverick vs. Smovey. Fünf Wochen haben sich unsere beiden Finalisten miteinander duelliert. Heute findet der entscheidende Endkampf statt. Unsere Finalisten haben jeweils 6 Leben. Wer sie als erster alle komplett verloren hat, verliert das Finale. Der andere gewinnt es. Gespielt wird über insgesamt 3 Schwierigkeitsgrade, die wir Ihnen im Laufe der Sendung näher vorstellen wollen. Wir beginnen direkt mit Level 1. In Level 1 bekommen unsere Kandidaten jeweils eine Frage gestellt, die sie innerhalb von 16 Sekunden zu beantworten haben. Gelingt dieses nicht, verliert der jeweilige Finalist ein Leben. Zusätzlich zur Verfügung stehen in Level 1, aber auch in Level 2, insgesamt 4 Joker. Das ist 2-mal der Halbierer. Dieser ermöglicht es den Kandidaten, seinem Gegner die Zeit zu halbieren, also in Level 1 von 16 auf 8 Sekunden runter. Dazu gibt es den Vorsorge-Joker. Nach Vorstellung der jeweiligen Kategorie hat hier der Kandidat die Möglichkeit, diesen Joker einzusetzen und im Falle dessen, dass er die Frage nicht richtig beantworten kann, nicht sich blamieren zu müssen und so kein Leben mitzulassen. Wir starten mit Aufgabe 1. Und ihr seht, es startet simpel. Was ist die Hauptstadt von Trinidad and Tobago? 5 Sekunden noch. Was ist denn hier los? Kommt da was? Oh je, da konnte man ja den Eindruck haben, dass das einfach nur ein Standbild gewesen ist. Nur gut, Smovey verliert direkt hier ein Leben, während Maverick seins behalten darf, da er ja den Vorsorge-Joker eingesetzt hat. Kommen wir zu Aufgabe 2. Das Thema lautet Duell. Und die dazugehörige Frage für unsere beiden Finalisten ist die folgende. Konnte dein Mitduellant die vergangene Aufgabe richtig lösen? Da hat Smovey doch zu viel Vertrauen in die Weisheit von Maverick gehabt. Das wird natürlich direkt bestraft mit einem weiteren Verlust eines Lebens auf Seiten von Smovey. Vielleicht wird es ein doch sehr schnelles Finale. Wir werden sehen. Aber na gut, kommen wir zu Aufgabe 3, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und es geht in die Mathematik. Und ihr seht, Smovey hat nicht so viel Vertrauen in seine eigenen Fähigkeiten dort. Vielleicht besser, dass er hier an der Stelle den Vorsorge-Joker setzt. So behält er mal wenigstens ein Leben. Maverick setzt den Halbierer. Und man muss ja an dieser Stelle sagen, der ist einfach verschenkt. Denn Smovey kann ja ohnehin kein Leben verlieren. Daher irrelevant. Aber schauen wir mal, wie hat sich denn Maverick während dieser Aufgabe 3 geschlagen? Wie lautet die zweite Nachkommastelle von Pi? Das sah natürlich sehr souverän aus, die Antwort von Maverick. Und die richtige Antwort ist natürlich 4. Beide dürfen ihr Leben behalten. Und wir schauen uns Aufgabe 4 an. Die Rubrik Fun City. Kennt ihr, oder? Die Aufgabe dazu. Wie lautet der Vorname der ehemaligen Community Managerin? Marlene war natürlich richtig.
Das vermutlich nur ein bisschen zu einfach, die Aufgabe. Schauen wir uns die nächste an. Es geht, weil es so schön war, wieder um die Geografie. Und ihr seht es. Smoby setzt den Halbierer ein. Er denkt sich, Merrick hat keine Chance, das innerhalb von 8 Sekunden zu schaffen. Daher schauen wir uns zunächst nur an, wie hat Smoby selbst diese Aufgabe gelöst. Was ist die Hauptstadt der Panama Republic? Und natürlich ist Fun City auch hier die richtige Lösung. Es sollte keine Schwierigkeit sein für Maverick, hier die Antwort zu wissen. Aber schafft er es auch innerhalb von 8 Sekunden, die nur zur Verfügung stehen? Wir schauen genau hin. Es sei erwähnt, dass Maverick nicht weiß, dass er nur 8 Sekunden hat. Schafft er es innerhalb der Zeit? Ja! Okay, alles so einfach. Machen wir also direkt weiter mit Level 2. In Level 2 erhalten unsere Finalisten eine Aufgabe gestellt. Der sie als erstes gelöst bekommt, darf sein Leben behalten. Der andere verliert es. Maximal dürfen jedoch 5 Minuten vergehen, bevor die Aufgabe gelöst ist. Ansonsten verlieren beide Kandidaten ein Leben. Darüber hinaus gibt es 2 neue Joker in diesem Level. Es ist einmal der Retter. Hier hat ein Kandidat die Möglichkeit, nach dem Lösen der Aufgabe, falls er sich nicht sicher ist, ob die Antwort richtig war oder ob er schnell genug war, es einzusetzen und damit kein Leben zu verlieren. Denn wir erinnern uns, die Kandidaten wissen nicht voneinander, wie schnell sie gewesen sind, wie viel Joker der jeweils andere noch hat. Alles ist eine Unbekannte, da sie doch nur für sich selbst spielen. Außerdem gibt es den Zocker. Der Zocker kann direkt 2 Schaden verursachen. Wenn derjenige, der ihn ausspielt, gewinnt, dann verliert der Gegner 2 Leben. Verliert allerdings derjenige selbst, verliert auch er 2 Leben. Ich bin gespannt, ob sich jemand hier dran traut. Wir gehen rein in die erste Aufgabe von Level 2. Das Thema Duell. In einer vorausgegangenen Ausgabe vom Duell sehen wir den beknackten Moderator, Kontonummer trägt. Überweise an diese Kontonummer 1 Fun-Euro. Ihr seht, Maverick hat keinen Mut. Er setzt seinen letzten Vorsorge-Joker ein und wird damit nicht an dieser Runde teilnehmen. Er darf aber natürlich auch seine Leben, und davon hat er ohnehin genug, behalten. Während unser guter Freund Smoby sucht, schauen wir einmal. In Woche 3 befinde ich mich auf Funcatchers und trage hier keine Häftlingsnummer, sondern eine Fun City Kontonummer. Aber hat auch Smoby diese gefunden und dann überwiesen. Wir gehen einmal in die Bank und natürlich auf das Konto vom Duell. Passwort einmal bitte wegschauen. Wir sehen, Smoby hat es. Smoby darf also sein Leben behalten. Gehen wir weiter zu Aufgabe 2, Kategorie Fun City. Und Maverick setzt den Zocker. Das heißt, derjenige, der diese Runde verliert, wird gleich 2 Leben einbüßen. Verpasst Maverick damit Smoby gar einen fast schon finalen Knockout. Oder kann Smoby hier noch einmal aufholen? Wir schauen uns die Frage hierzu an.
In welchem Online-Portal tauchte einst Fun City als die beliebteste Flirt-Community? Hättet ihr gewusst, wo ihr suchen müsst? Wir gehen ins Pressehaus, Medienberichte und finden hier die Bravo Screen Fun. Und es lädt, da haben wir's, Fun City mit dabei. Damit verpasst Maverick Smoby einen weiteren harten Schlag. 6-2 steht es inzwischen ein Leben für Maverick. Kann sich Smoovy davon noch einmal erholen? Aber lasst uns vorher einmal noch hier auf diesen Screenshot nebenbei schauen. Und wir sehen, Smoovy wusste die ganze Zeit die richtige Antwort. Es ist unfassbar. Maverick muss erst auf die Suche gehen und hat, wir haben die Zeit einmal genau gestoppt, bereits nach 49 Sekunden gelöst. Während Maverick, Entschuldigung, Smoovy natürlich, die ganze Zeit da sitzt im Chatraum und insgesamt 1:19 braucht, um die Lösung niederzuschreiben. Was ist denn los mit dir, Smoovy? Das gibt's doch nicht! Aber nun ja, offensichtlich, was sind denn Leben hier in dem Finale? Ah, come on, na gut. Machen wir weiter mit Aufgabe Nummer 3. Kategorie Seife. Und wir sehen, dass Smoovy direkt hier seinen Vorsorge-Joker einsetzt und damit aus der Runde raus ist. Also schauen wir auf Maverick. Die Frage lautet, in einer der vorausgegangenen Ausgaben vom Duell sehen wir einen kleinen Ausschnitt aus der Panama Soap. Wie lautet der Slogan von dem Charakter, den wir in diesem Ausschnitt sehen? In Woche 4 beim Duell sehen wir einen kleinen Ausschnitt mit Makler Storm. Das heißt, wenn man hier auf die richtige Lösung kommen will, muss man bestenfalls einmal in der Suche Makler Storm eingeben. Und schauen wir mal. Was findet sich dort? Einmal runter. Es ist... Herzlich willkommen beim Makler eures Vertrauens. So, schauen wir kurz in den Chatroom. Nein, Maverick hat noch keine Lösung. Während er sucht, widmen wir uns daher kurz einmal einem anderen Thema in Fun City. Denn ihr habt es mitbekommen, es stehen Wahlen an. Das neue Parlament steht in den Startlöchern und... Ihr wollt informiert sein? Dann haben wir was für euch. Der Newsflash ist zurück nach 7 Jahren Pause. Das Wichtigste, kurz zusammengefasst, findet ihr hier. Zusammenhanglos, aussagenverzerrend und überflüssig. Das ist der Newsflash. Auch immer mit den neuesten Themen rund ums Duell übrigens mit dabei. Maverick hat was in den Chat geschrieben. Wie lautet die Frage? So verliert auch Maverick zumindest mal sein erstes Leben. Aber wir müssen das Tempo hier nochmal ein wenig erhöhen. Lasst uns gehen in Level 3. In Level 3 bekommen unsere Finalisten eine Aufgabe gestellt. Entscheidend ist dabei, wer als erstes antwortet. Diese Lösung wird dahingehend überprüft, ist sie falsch oder richtig. Ist sie korrekt, darf derjenige, der gelöst hat, sein Leben behalten, der andere verliert sein Leben. Ist sie allerdings falsch, verliert der Antwortgeber sein Leben. Der andere darf dann behalten. Und nach Aufgabe 3 in Level 3 hier werden die Joker belastet. Das heißt, alle bis dahin noch nicht eingesetzten Joker bringen jeweils einen Verlust eines Lebens. Wenn ihr euch nun anschaut,
Beide haben noch einen Halbierer zurückbehalten aus den ersten beiden Levels. Demzufolge werden beide mindestens nach Aufgabe 3 ein Leben verlieren, da sie in Level 3 einfach nicht mehr einsetzbar sind. Werden sie die anderen noch los? Ich würde gerade Smoby dazu raten, noch mal ein bisschen Gas zu geben, damit er hier noch mal in die Spur kommt. Nun ja, schauen wir uns an. Aufgabe 1 von Level 3. Und die Frage, mit der wir uns beschäftigen, ist: Welche Farben befinden sich auf der Landesflagge der Panama Republic? Die Zeit läuft, wir sind gespannt. Wer löst? Die Flagge befindet sich unter anderem beim Parlament. Und wir sehen es oben links. Orange, Gelb, Rot, Schwarz, alles mit dabei. Damit haben wir eine richtige Lösung bei Smoby, der sein Leben behalten darf. Aber Maverick setzt hier seinen letzten Joker ein, den Retter. Das heißt, er darf es auch behalten, hat aber jetzt keine Absicherungen mehr. 2-5. Geht da noch was, Moby? Wir schauen uns Aufgabe 2 in Level 3 an. Und diese lautet von der Kategorie nachher Duell. Welcher Kandidat bzw. welche Kandidatin verbringt normalerweise ihre Wochenenden oder seine Wochenenden in einer Waldhütte? Cloud, würde ich ja lieb grüßen an dieser Stelle, Norbert, aber vermutlich bist du eben gerade wieder in jener Waldhütte, wo es keinen Internetempfang gibt. Nur gut, Smoby setzt seinen Retter ein. Endlich bedient er sich an seinen Jokern. Das heißt, er steht nur noch 2-4. Und wenn wir uns anschauen, es geht jetzt zur dritten Aufgabe. Offiziell ist es so, dass die Joker erst nach der Aufgabe belastet werden. Aber wir schauen uns das einmal schon jetzt an. Wir ziehen die einmal ab und haben plötzlich noch ein Ergebnis von 1-3. Das heißt, es könnte jetzt schon das letzte was hier folgt. Für den Sieg von Maverick, wenn er denn diese Frage richtig beantwortet. Er muss sie gar nicht mal richtig beantworten, denn allein wenn Smoby sie nicht richtig beantwortet, verliert er ein Leben, er hat noch welche. Wer ist das? Es geht in die sehr, sehr spannende Phase, meine sehr verehrten. 1-3. Es wird schwierig fürs Morgen. Die Kategorie in dieser Aufgabe 3 lautet Funk und Fernsehen. Und Smoby setzt den Zocker. Richtige Entscheidung, muss er aussetzen, weil ansonsten wird ihm gleich noch ein weiterer Joker-Punkt abgezogen, was ihn endgültig jetzt ausboxiert. So aber hat er die Chance, Maverick gleich 2 Leben abzuziehen. Oder natürlich sich selbst endgültig auszulocken. Aber schlussendlich, es ist so, wenn Maverick diese Frage richtig beantwortet, als erster richtig beantwortet, auch ganz wichtig, dann ist er hiernach der Gewinner vom Duell.
Oder aber schafft es Goku doch nochmal dazu. Es wäre plötzlich der Ausgleich. Wir schauen. Die Frage, meine sehr verehrten Damen und Herren, für eben Aufgabe 3. In der entscheidenden Phase vom Duell, nach 5 Wochen harten Kampf zwischen 1995 bis 2018 lief nächtlich eine beliebte Telefon-Talk-Radiosendung. Wie lautet der Name dieser? Und Domian ist richtig! Meine Güte, was für ein Comeback! 1:1, 2 Leben, die Maverick hier verliert. Ich hätte nicht mehr damit gerechnet, dass Movie da nochmal rankommt. Damit ist alles wieder offen, das Spiel mehr oder weniger gedreht. Na, gedreht noch nicht ganz, aber 1:1. Das heißt, meine sehr verehrten Damen und Herren, wer jetzt als nächstes richtig und als erster löst, gewinnt dieses Spiel, gewinnt das komplette Duell. Einzige Möglichkeit, die noch bliebe, wäre, wenn keiner innerhalb von 45 Sekunden löst, würden ja beide ein Leben verlieren, damit auf Null sacken. Dann würde es im Sudden Death Modus weitergehen, bis einer dann doch irgendwann mal zuerst die richtige Antwort parat hat. Die Kategorie, meine sehr verehrten Damen und Herren, in der vermutlich entscheidenden Aufgabe ist Fun City. Ein letztes Mal tief durchatmen. Und ich verrate, denke ich, nicht zu viel. Die Aufgabe ist nicht ganz so einfach. Ich persönlich, obwohl ich in dieser Zeit anwesend war, hätte sie nicht beantworten können. Kann aber Maverick oder Smoby lösen. Richtig lösen. Die Aufgabe, meine sehr verehrten Damen und Herren, wie hoch war im Jahr 2005 die monatliche Gebühr des Pay-Logins? Die Antwort von Maverick sehr, sehr schnell. Aber ist sie auch die richtige? Wir werden einen Sieger haben nach der Auflösung. Ist sie richtig, gewinnt Maverick. Ist sie falsch, gewinnt Smoby. Hättet ihr es gewusst? Wir schauen einmal. Yeah.